Heute hatten wir einen Projekttag gemacht. Gesundheitsförderung und Prävention, das ist so das Schulunterrichtsthema. Es geht heute darum, dass Sie Ihr gewonnenes theoretisches Wissen letztlich zum einen nochmal präsentieren und zum anderen einfach auch praktisch umsetzen können. Um den anderen zu zeigen einfach, wie man sich besser ernähren kann, wie man ein bisschen aktiver werden kann, dann wie man Stress reduzieren kann. Das haben wir halt alle ausgearbeitet, um uns das gegenseitig vorzustellen. Die Bewegungsgruppe hatte den Auftrag, also einmal darzustellen, warum ist Bewegung eigentlich wichtig für uns, warum ist es so wichtig für unsere Gesundheit. Warum das gesund ist, warum man sich gesund bewegen sollte, warum man Sport machen sollte. Wie sind die Ziele, wo ist der Bedarf, wie sind die Gewohnheiten der Bevölkerung und haben dann einfach als Spaßeinheit, als Bewegungseinheit einen Aerobic-Kurs geleitet. Sport ist sehr wichtig, dass man ausgeglichener ist. Gerade für das Herz-Kreislauf-System ist es sehr wichtig. Zum Beispiel bei uns im Beruf, ich finde, da ist es wichtig, dass man Ausgleich hat. Und so können wir auch den Muttis vermitteln, dass sie mit den Kindern zusammen Sport machen können. Und ja. Die Ernährungsgruppe hat überlegt, was ist eigentlich alles wichtig für eine gesunde Ernährung, also einmal theoretisch und dann praktisch wirklich den Auftrag erhalten, auch ein gesundes Frühstück vorzubereiten. Wir zeigen heute ein veganes Frühstück, einfach nur, damit wir mal eine Alternative zu dem viel Fleisch haben, was mit diesen ganzen Krankheiten und genmanipuliertem Zeug einfach verseucht ist. Bei uns geht es auch schnell mal verloren, dass man halt sich gesund ernährt, dass man sich das einfach wieder ins Gewissen ruft, weil wenn eine Frau im Kreißsaal liegt, dann kann ich nicht mal sagen, oh, ich gehe mal eben eine Schnitte essen. Die Katha ist Veganerin und sie hat sich damit schon lange, lange Zeit beschäftigt. Und ich persönlich achte eigentlich auch sehr auf meine Ernährung. Ich habe da auch im Vorfeld schon ein bisschen Wissen gehabt. Entspannung gehört natürlich auch zur gesunden Lebensweise dazu. Und auch die Gruppe soll einmal darstellen, warum ist das wichtig für uns. Was gibt es auch für Möglichkeiten der Entspannung? Was Stress ist, warum Stress auf eine Art und Weise gesund ist und wie man den Stress eben ablegen kann. Und da gebe ich dann praktisch einen Entspannungskurs für die schwangeren Frauen und dann machen wir eine Gedankenreise. Immer wenn du meinst, dass deine Aufmerksamkeit. Wir haben uns alles gemütlich gemacht mit schönen Lichtern. Räucherstäbchen haben wir gemacht, so ein bisschen für den Duft und eine angenehme Musik, wo man wirklich entspannen kann. Und so haben wir so eine kleine Meditation dann gemacht. Und wie du mehr und mehr in den Boden zu versinken scheinst, weil du so schwer bist. Leg jetzt die Hand auf deinen Bauch, auf den tiefsten Punkt deines Bauches. Du deinen Atem gerade noch so fühlst. Jacqueline war sehr entspannt, ja. Sie hat es gleich weggehauen und hat gleich bei den Knien aufgehört und hat geschlafen. Oh. Ich glaube, im Alltag macht das, auch wenn man eigentlich weiß, worum es geht, trotzdem jeder nicht so, wie es sein sollte, dass man einfach die Gesundheit fördert. Sie erlernen hier einen Beruf, der natürlich wahnsinnig anspruchsvoll ist, sowohl körperlich als auch psychisch. Ne? Und umso wichtiger, dass ich weiß, wie ich einen gesunden Lebensstil pflegen kann, um letztendlich das auch lange gut machen zu können.